Willkommen zu einem weiteren Crate Opening und heute kam ja das neue Rocket League Update raus und oh Wunder, es gibt eine neue Crate. Und was ganz anderes, ich habe mir 5 von diesen Sapphire Crates ertradet und wir werden jetzt mal durchschauen, die nachher natürlich auch öffnen. Es gibt wie immer hier so ein paar Skins, ich habe die Items selbst noch nicht gesehen, das heißt. ZSA und normal. Sieht schon ziemlich ähnlich aus. Ich habe die Skins auch noch vorher noch nicht gesehen, deswegen sehen wir die jetzt zusammen zum ersten Mal. Dot Matrix. Ne, die Skins hier sind ja sowieso relativ uninteressant. Mr. Avocado. Ist ganz nett, aber glaube ich würde ich nicht benutzen. Die Wheels, so, die sind ganz cool. Wenn man da jetzt ein hellblaues Auto zumacht oder sowas, könnte das auch ziemlich nice sein. Binary. Interessant. Ist auf jeden Fall cool. Ich finde die vielleicht ein bisschen zu hoch. Ah, die sehen nice aus. Neue Wheels. Vielleicht ein bisschen too much, aber an sich auch ganz cool. Cyclone, das neue Auto. Das ist sick. Das sieht nice aus. Ich weiß, Hitbox natürlich jetzt nicht, aber ich würde denken, dass es halt Hybrid-Hitbox ist. Und ich glaube, das ist auch eins der wenigen Autos, die von hinten decent aussehen. Holy shit, Psanex. Das Auto sieht nice aus, es kann einiges. Das will ich haben. Bitte Wave. Ne, ist Sound diskriminierungsbedürftig, ne? Geht so. Die Wheels. Oh, animiert. Wie der Ventilator, den ich nicht habe. Den man mit den Temperaturen aber brauchen könnte. Reactor. Interessant. Das ist natürlich die Frage, wie das Ingame aussieht. Dann gibt's Two. Die gibt es bestimmt immer schon. Fire God gibt's. Das ist so ähnlich wie Heatwave. Singularity. Holy shit! Was ist das? Die ist sick und Mainframe. Oh. Die ist auch sexy. Aber guck dir die Gold Explosion an. Holy shit. Insane. Gib mir die. Ich will die haben. Da hat Psonix einiges richtig gemacht. Die Crate ist nice. Das Auto, die Gold Explosion. Mega sick. Das Ding eher weniger. Das will ich nicht haben. Ich habe mir übrigens einen neuen Mikrofonarm und zum ersten Mal Mikrofonarm bestellt. Das heißt, ich hoffe, der Sound ist jetzt ein bisschen besser und im Stream hört man nicht so auf die Tastatur und sowas. Jetzt hacke ich da eh nicht drauf rum, von daher hört man die eh nicht. Aber ja, Quality sollte auf jeden Fall besser damit sein. Mrs. Avocado. Ach man, ich will die Gold Explosion haben. Schau die Gold Explosion an. Bam. Die ist insane, Mann. Oder das neue Auto, das ist auch cool. Bitte gib mir das. Immerhin, die sind auch decent. Ich dachte, zum hellblauen Auto könnte die, glaube ich, echt cool sein. Da oben schon Mainframe. Das ist ein Zeichen. Bitte. Ist auch nix. Oh, jawohl. Nice. Cyclone, Import Buddy. Die ist echt nice, die Karre. Die ist insane. Da hat Psonix echt einiges richtig gemacht. Es gibt noch die Gold Explosion und ich öffne die Kissini wieder. Yo, 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 yo. Zwei Black Markets, aber Import Wheels. Nice. Ah, ist eine gute Ausbeute. Wir haben nur ein Rare Ding gezogen. Es wurde übrigens auch die, die Drop Rates offengelegt von Psonix. Also, wer sich dafür interessiert, kann auf jeden Fall mal im PlayStation, also nicht komplett geistig bin, im Psonix Rocket League Blog, nachschauen, finden wir jetzt Black Market 1% Drop Chance, Exotic 4%, Import war 12 oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es ja die ganzen Statistiken, Drop Rates, Chancen und was weiß ich was, zum Nachlesen. Und auch das Certified Paint ist jeweils 25%. Auf jeden Fall ganz cool, dass sie es offengelegt haben und die mussten es ja offenlegen wegen rechtlichem Zeug und sowas. Aber ja, ich würde auf jeden Fall in Zukunft mehr von den Kisten öffnen, weil ich will diese Gold Explosion haben, die ist mega sick.
Gib mir die. Außerdem seid ihr in einem Rocket League Update. Crasht mein Game jedes Mal, wenn ich rein und raus tappe. Also falls ihr so ein ähnliches Problem habt oder irgendwie wisst, wie man es fixen könnte, dann wäre ich sehr dankbar, wenn ihr es in die Kommentare schreiben würdet. Weil das ist schon ziemlich nervig, wenn ich jetzt mal raustappe und mein Game starten muss, weil es einfach crasht. Aber naja, soviel zu dem Crate Opening. Ich würde mich immer über Kommentare freuen. Eure Meinung zu der Crate und wenn ihr, wie gesagt, da irgendwie weiterhelft, helfen könntet, wie ich das Game fixe, wäre es auch mega nice. Naja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao.